Ja, hi oh, und willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ja, wir sind hier in Lazarus. Oh. Ich überlege gerade Lazarus. Lazarus, 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 ne? Lazarus hieß das, glaube ich, ne? Jesus von Lazarus. Ich wollte schon wieder irgendwie so eine Anspielung an Jesus machen, aber jetzt mal aufgefallen. Ich glaube, Lazarus heißt das, ne? Nicht Lazarus. Ja, wir sind hier in unserem alten Heimatdorf von vor 18, aber 13 und dann 5, 18 Jahren, ne? Wir haben Sir Wade wieder gefunden, welcher hier einer dieser Burschen war, der uns damals bei der Goblin Quest hier geholfen hat, ne? Der ist am Leben und ja, der hat uns um Hilfe gebeten, glaube ich, hat uns um Hilfe gebeten. Wir haben unsere wir haben ihm unsere Hilfe angeboten, nehme ich an. Und ja, wir kämpfen, nehme ich mal an, gleich gegen ein paar Schwarzschilde, die hier auf dem Weg sind. Ich werde keine neue Scharlach kosten. Ah, die kann man überall kaufen, ne? Das hat das Gefühl, ich werde eine Menge Geld am Ende spielt, mich dazu für nichts ausgebe. Aber okay, ne? So. Wait, schließt du dich uns an irgendwann? Weil wenn nicht, dann habe ich ein sehr schlechtes Gefühl, dass du irgendwann stirbst. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Kaffee sind alle im Weg. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Was eine Lache. Sir Wade. Wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Hat er gesagt, der Haupttrupp kommt hier hin? Einfach so. Was sage ich, wenn ich nicht Dreieck drücke? Ich mal ausprobieren. Gruppen mit ihrem Lauf im Verlauf der Geschichte werden sich klar verschiedene Gefährten anschließen, die ihn auf seiner Reise begleiten. Je nachdem, was er nicht ist, können sie sich allerdings auch dazu entscheiden, im Versteck zu bleiben. Der hat sich jetzt echt angeschlossen. Gast. Oh. Okay. So, er ist übrigens hier die ganze Zeit am Hochleveln, ne? Weiter. Okay, wir haben jetzt eine 4-Mann-Truppe, cool. Oh, das ist Standard Final Fantasy. Wir waren so die ersten Teile waren hat noch 4 Mitglieder. Final Fantasy 1, 2 und 3. Sie von der Brücke fern. Keine Sorge. 4 hatte glaube ich sogar 5 Partymitglieder, ne? Und ich rede jetzt hier von rundenbasierten Kampfsystem, ne? 5 hatte auch noch 4, 6 hatte auch 4. Zuerst auf dem PS1 spielen, da sind die auf 3 runtergegangen. Okay, ich habe noch gar nicht geguckt. Kann man jetzt irgendwo hier hin? Ne, ich habe schon gedacht, weil wir jetzt so mitten in der Story sind, ne? Ich mir jetzt nicht gedacht, dass wir irgendwie zurück zum Versteck können oder irgendwie Quest machen können. Ist auch schon. Habe ich schon. Ich habe auch Ifrit in mir. Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Man bin ich ja nicht voll geheilt. Haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Okay. Wie sie alle mal vor mir laufen, ne? Da habe ich schon Final Fantasy 50 rein können. Lauft doch nicht alle vor mir, ich bin der Hauptcharakter. Geht weg. Und Kingdom Hearts machen die halt auch jetzt. Und Kingdom Hearts 3 haben die halt auch gemacht.
mich zum Kotzen. Ja. Ich dachte, du wolltest mit mir sprechen oder so. Ich werde verrückt. Ich weiß nicht, warum Square Enix irgendwie auf die Idee kommt, dass irgendwie Spieler wollen, dass die Gruppe ja vor ihm rennen. Aber ist natürlich, ne? Ist jetzt. Ich meine, Final Fantasy 8 zum Beispiel und so sind die Charakter ja einen auf Schritt und Tritt gefolgt, ne? Ja, wortwörtlich die Bewegungen von einem nachgeahmt außerhalb des Kampfes. War auch nicht so eine gute Lösung, nehme ich an. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch, eine Botschaft für die Statthalterin von den Hütern der Flamme. Ha. Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, warum der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu jeder Bösewicht-Truppe bisher, ne? Oh, falsches Ding. Ich wollte eigentlich wieder sammeln, ja, so. Boah, jetzt habe ich schon getroffen. Da finde ich gar nicht gut. Soll ich zu ihnen hinstürmen, ne? Aber das war Star Wars. Da habe ich gar nicht Star Wars gespielt. Ich wollte eigentlich hier nach Star Wars spielen. Oh. Warte mal. War es gerade das, was ich gedacht habe, was das war? Das ist so ein blöder Drachen, ne? Oh Gott. Ist das denn ein Schild? Ich habe gar nicht gesehen, dass du ein Schild hast die ganze Zeit. Ich habe schon gehört, wie der eingesetzt hat. Auf ihn mit Gebrüll. Was? Noch mehr? Ah, sind doch nur. Na, zu spät. Jetzt früh meine ich. Ha! Perfekt. Haltet ihr mal da hinten auf. Ich kümmere mich um den hier. So in Arbeit. Ich finde sogar, wie jeder einzelne Gegner uns hier unterschätzt. So, ha, ihr, was wollt ihr denn? Und Dragoner, dass unser Tun das Richtige ist, denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Ja. Schon lange, seit ich gegen so einen gekämpft habe, kann ich mal die drauf haben. Dich anvisieren, ja, ich wünsche, ich kann damit jeden Gegner ja machen. Ich gehe ja machen, verdammt, auf Parade. Bin ich irgendwann stärker geworden? Manchmal voll viel Schaden. Okay, ich bin Level 28, sie sind Level 24. Könnte gleich ein Grund sein. Was passiert?
Ja, dann wäre ich rausgekommen. Borg? Hat doch geklappt. Ins Gesicht geschossen. Da wohnt der ewigen Finsternis bezogen. Okay. Ja, okay, ich habe diese zwei Monster gejagt, ne? Aber davon habe ich jetzt nicht so einen riesigen Levelschub bekommen, ne? Vielleicht einen. Ich sehe keinen mehr. Was soll mir recht sein? Es hat funktioniert. Gehen hat dauert trotzdem noch relativ lange. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberungen aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Irgendwie nicht daran so gedacht. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von eins zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord. Auftrag. Tschüss. Cool. Mir tut immer mehr. Oh, jetzt kann ich mir die letzte Belohnung abholen. Von der Kollegin hier im Versteck. Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist noch so eine Marke. Das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Wir bekommen immer mehr irgendwie solche Sachen, ne? Das würde ich auch empfehlen. Vom Zit haben wir mal eine bekommen. Und immer dann haben wir so, bekommen wir. Es sei denn, ihr verdient es. Wir sehen aus wie ein, so eine wandelnde Promotion. Danke, Sir Wade. Wenn einfach nur so Pins und so überall am Körper haben. Ich weiß. Nun geht, Milord. Okay. Besuchen wir mal meinen Onkel.
Oh, die Säule. Balden Rustfields Anwesen. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Lass mich raten, er tut's glauben. Ich gleich die Tür ein. Clive. Er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Stellt euch meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Ich bin es, Sir Crandall von Camelot, getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht, St. Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer, für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen! Du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Alles klar. Ich habe irgendwie so erwartet, irgendwie so ein Pfeil irgendwie, das ist deine Lieblings- zugeschossen kam. Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr, Rutherford. So, Mardu war der Charakter, den er irgendwie gespielt hat, war nicht ohne essbar. Final Fantasy Tactics also eine ihrer 12, keine Ahnung. Gesehen. Ja. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau. Weil wir erstmal irgendwie auch Charakter gesehen haben von Clive. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Haben wir den Typen eigentlich schon mal getroffen vorher? Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders.
ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Dann lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge, doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Der Typ ist viel zu fröhlich. Er wird sowas von sterben. Wir leben in einer sehr dunklen, düsteren Welt. Wir können ja keine glücklichen Sachen haben. Ah, hey, wenigstens haben wir ein paar Minuten von guten und schönen Momenten. In nur 3 Tagen wird es uns über die Siedende See bis nach Dostanos bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft. So wurde ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen, sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann. Und nur dann stirbt das Monster in mir. Gut, solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück.
Bis es nach Benomer geht, gibt es noch viel zu besprechen. Ich muss jetzt zugehen, das fand ich jetzt so ein bisschen gezwungen. So, dass sie sich jetzt als Monster sieht. Ich hätte schon irgendwie so erwartet, dass irgendwie Clive sowas sagt. So, nein, du bist kein Monster. Ein Monster würde nicht über die Dinge so denken, wie du das gerade tust. Irgendwie so, keine Ahnung, so eine typische Gespräch halt, ne? So, wir sind zurück zum Versteck. Okay. Ein Monster wären all diese Leute egal gewesen. Ein Monster würde nicht bewusst die Leute töten, so wie meine Mutter. So irgendwie so was, ne? Weiß der Begründer, was uns bei den Eisernen erwartet. Aber vielleicht hat also, keine Ahnung. Kam jetzt irgendwie so gezwungen rüber. So im Sinne von, ach ja, Jill ist auch noch Charakter. Ja, müssen wir auch noch irgendwie so. Sie muss auch noch so ein bisschen Charakter Development bekommen in diesem Spiel. Deswegen packen wir einfach das hier rein. So, ich will erstmal hier die Belohnung abholen. Ich habe gar nicht mit dir gerechnet. Ah, jetzt kriegen wir mehr. Oh, ich kann die gar nicht. 135 brauche ich. Oh, ich dachte 100. Düsterwolf, Hufsreif. Komm bald wieder. Ich wollte schon sagen, irgendwann müssen wir neue kommen. Alles gut bei dir? So, was ist eigentlich der Sinn von dir? Ich weiß, du sagst mir, was hier für Aufträge noch übrig sind, aber irgendwie. Clive, ist halt sinnlos. Du da bist. Gibt's ein Problem? Schledorn ist das Problem. Der Kerl bläst nur noch Trübsal. Sonst reichen ein, zwei Bier und dann ist er wieder der Alte, aber diesmal nicht. Irgendwas bedrückt ihn. Dann gib ihm mehr Bier. Er will nicht sagen, was. Er hat einfach keine Energie mehr. Sogar seine ewige Motzerei hat er eingestellt. Aber vielleicht fängt er wieder an, wenn du mal mit ihm redest. Dich mag er doch, oder? Also, keine Ahnung. Gern. Gern. Wenn das hilft. Du bist meine Rettung. Aber wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir sollten ihn nicht drängen. Schon klar. Also, wenn wir zusammen hingehen, riecht er Lunte. Deshalb gehe ich vor und du kommst danach, ja? Bis gleich. Wir sehen uns bei der Schmiede. Mhm. Was, wenn ich jetzt nicht Dreieck drücke? Nix. Sag ich hiermit mal. Noch da ist diese. Okay. Ich habe die Informationen aufgenommen. Ehrlich. So, da ist noch eine Quest, sehe ich gerade. Ich habe gleich mal bei Kopfgeldern. Ich nenne die jetzt einfach Kopfgelder. Ja, ne? Kann ich überhaupt irgendwo hin? Na, ich kann dann. Eben gesagt, wäre der aber auch nicht, dass der Quest sind. Ne? Ich meine, ich kann die ganz ordentlich sehen. Ne? Aber der sagt mir auch nicht so, immer hier im Versteck sind irgendwie Quest. Ja, nichts Neues. Okay. Wenn schon nur hier, könnte man sich ein bisschen schneller bewegen. So. Ich drücke die ganze Zeit R3 rein. Ich schon besser für ein Zeichen. Nein, du kannst einen Chocobo ja nicht aufrufen. So. Hallöchen. Was hast du da für einen Wälzer? Oh, das? Das ist Valestea, eine kulinarische Pilgerfahrt. Ich hab's vom alten Harpo. Es scheint, als wäre keine Kreatur so widerlich, dass man sie nicht für ein außergewöhnliches. Ist gerade aufgefallen, in diesem Spiel gibt es keine Kochelemente. Reichen gewöhnliche Rezepte denn? Die sind normalerweise irgendwie Standard so in japanischen Rollenspielen. Final Fantasy hat die gar nicht so. Doch der 15. Teil. Weil der 15. Teil von allen so ein bisschen. Hier gibt es nichts mit Kochen. Falls du meinen Segen dafür brauchst, dann nur zu. Ich bin kein Jäger, Sid. Der erste Wurm, auf den ich treffe, würde mich fressen. Aber du bist aus härterem Holz geschnitzt. Würdest du mir bei einem der Rezepte helfen? Aber sicher. Ich fürchte, du akzeptierst ein Nein nicht als Antwort. Ich helfe doch gern. Ich helfe. Es macht mich voll. Danke. Es stimmt mich froh.
Es macht mich glücklich. Füllt mich mit Motivation. Der kühne Eintopf. Dem Autor zufolge war er mal ein Favorit unter Oriflams Feinschmeckern. Aber Molly kennt ihn nicht. Das Rezept selbst ist leider nur verdammt vage, was die wichtigste Zutat angeht, während die Zubereitung bis zum Überdruss durchgekaut wird. Eine Bestie, kein Zweifel. Sicher eine, die mit einem einfachen Koch wie mir kurzen Prozess machen würde. Aber wunderlich violett? Keine Ahnung, was das sein könnte. Was steht dazu noch im Buch? Nur, dass sie wie ein zartes, einsames Veilchen einem Bett aus Rosen entwächst. Rosen. Rosaria vielleicht. Einer der Fleischer in Marthas Rast könnte was wissen. Ich frage, wenn ich wieder dort bin. Okay. So, warum wird hier eigentlich immer noch so ein Ding gezeigt? Da ist immer noch so ein gelbes Zeichen. So, haben wir jetzt was Neues. Machen wir diesen. Tun wir die Stimmung hier auch runterhauen. Mir kann ich dir helfen. Ich dachte, wir wollten jetzt separat hinlaufen. 1. August und jetzt du. Was ist hier los? Ich bin doch sonst nicht so beliebt. August macht sich Sorgen, dass dich irgendwas bedrückt. Ich dachte, du willst vielleicht drüber reden. Interessant. Ich hab dir gesagt, dass ich in Ruhe gelassen werden will. Und was machst du? Clive will doch nur helfen, oder? Ist doch nett von ihm. Red mit ihm. Vielleicht geht's dir ja besser, wenn du mal alles rauslässt. Komm schon. Ich mach mir Sorgen. Stur wie ein Esel. Es gibt nichts zu erzählen. Nichts davon ist der Rede wert. Erzähl einfach drauf los. Charon und ich haben eine Abmachung. Ich helfe ihr mit Götz und sie zeigt mir, was die Konkurrenz so macht. Interessante Waffen, Rüstungen und so weiter. Neulich hatte sie irgendwo einen Kyras aufgegabelt. Meisterhafte Lederarbeit. Dann ruhig mehr. Und widerstandsfähig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Da ja, bei mir gar nicht. Sachen der letzte Schrott. Ich hätte das Mistding kaufen und mir die Technik abgucken sollen, aber ich war zu stolz. Und jetzt denke ich Tag und Nacht an Ledernähte und daran, was für ein zweitklassiger Handwerker ich bin. So, zufrieden? Ach so, was klauen? Ach, gedacht. Na gut, bis später. Für mich war Schledorn immer so eine Art Naturgewalt. Eine Gewitterwolke voller Schnaps, dass der sich verunsichern lässt. Und das von irgendeinem Lederfummel. Schledorn ist sehr stolz auf seine Arbeit. Sowas nimmt er sich natürlich zu Herzen. Und wenn wir Pech haben, wird das noch schlimmer. Wenn er an sich zweifelt, leidet sein Handwerk. Und dann zweifelt er noch mehr. Wir müssen etwas tun. Auf jeden Fall. Besorg etwas Leder. Kyras, von dem er gesprochen hat. Vielleicht lässt sich da was machen. Wir könnten versuchen, ihn aufzutreiben. Wäre ein guter Anfang. Wunderbar. Dann wollen wir mal. Gehen wir zu Charon. Mein Gott. Was geht? Ist genau hier gegen weg. Eine Frage. Schledorn sagt, er habe letztens einen Kyras hier gesehen. Ein absolutes Prachtexemplar, seiner Meinung nach. Er ist völlig besessen von dem Torg allein? Und da wollten wir es für ihn kaufen. Der ist leider schon weg. Ich dachte, Schledorn will ihn nicht so, wie der die Nase gerümpft hat. Aber gut gearbeitet war er, das stimmt. Auch wenn der Hersteller ein komischer Vogel war. Ich bin ihm auf einer Reise begegnet. Dieser Kyras war wohl eine Auftragsarbeit, die aber nicht abgeholt wurde. Was weiß ich, was da los war. Da habe ich ihm das Ding eben abgekauft. Weißt du, wo wir ihn finden können?
Wie gesagt, er war etwas schräg. Eine Werkstatt hat er nicht. Dafür hat er was gegen Jäger. Und scheint wohl lieber selbst zur Jagd zu gehen, anstatt das Leder einfach irgendwo anzukaufen. Interessant. Und gerade fällt mir ein, er sagte, sein nächster Auftrag sei ein paar Beinschienen aus Greifenleder. Ah, jetzt wo du das sagst. Am Jagdbrett stand auch was von einem Greif. Nein, stand nicht. Wo wurde der nochmal gesichtet? Irgendwo in ich habe gerade nachgeguckt. Tu mich nicht veräppeln. Das war's. Danke, Karin. Ich bin mir ganz sicher, da stand was. Nein, tat es nicht. Ich habe gerade nachgeguckt. Ich bin mir super sicher, da stand was. Dann werden wir diesen Lederarbeiter wohl am ehesten finden, wenn wir uns den Greif vorknüpfen, oder? Den Greif überlasse ich dann lieber dir. Wenn du jagen gehst, gehe ich auf die Märkte. Vielleicht kann ich da rausfinden, wo er wohnt oder sowas. Toll, du gehst shoppen und ich gehe Monster jagen. Den einer von uns sicher finden. Das ist eine gerechte Arbeitsverteilung. Ich danke dir. So. Ach, jetzt muss ich dann auch noch hier. Ach. Alter, ich habe gerade nachgeguckt. Ne? Jetzt muss ich das Ding auch noch annehmen. Na gut. Wenn es unbedingt sein muss. Ich auch nicht rein. Okay. Der ist noch mehr wert als der andere, den ich schon besiege. Hippogriff. Cornerwand Vestor. Was haben wir doch gerade herausgefunden? Warum gehen wir dann noch mal hier? Ups, falscher Knopf. Das war der Share-Knopf von der PlayStation. Wieder mal Screenshots und Videos aufnehmen kann. So, Marfas Rast und ist das Kernovet, wie auch immer hieß. Ja, natürlich praktisch. Kernovet Vestor war das, ne? Ne, Kernovet, das war doch hier. War nicht hier so ungefähr? Sandbrick. Da stand, glaube ich, irgendwo die. Da stand wahrscheinlich auch irgendwo die. Das Land, wo sich da befindet. Ne, aber. Sonnenfahrt. Also, lass mich nochmal nachgucken. Ich glaube, Sandbreck war das, ne? Vestor Sandbreck, ja. Kernovet Sandbreck Vestor. Kernovet, das habe ich schon mal gehört. Ich weiß nicht, was war. Vestor, das heißt, das muss irgendwo hier sein, ne? Da. Ne, Ostor. Hm. Wir sind an Vestor. Da. Also hier irgendwo. Komm, ist halt weit weg. Ja, mach mal das. Weiß nicht, warum ich erst den Kampf machen will. Okay, so, warte mal. Ich weiß ja jetzt. Man kann sich hier das hier machen. Guten Tag, Sid. Was bringt dich hier? Ambrosia hilft mir hier nicht. Okay. Die Kristalle vom Schweif sind allesamt. Na, dann machen wir erstmal einen Greifplatt, ne? Ich hoffe, wir kriegen dann irgendwie einen neuen Ausrüstungsgegenstand oder so, so wie ich das angehört hat, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ja, ne, ja. Das wird uns ja auch noch weiterhelfen, ne? Nicht die Zeit zum Reiten. Doch, perfekte Zeit zum Reiten.
Ist irgendjemand überhaupt in der Truppe? Ja. Gott. Mauser. Ich weiß, du bist halt auf einem Auge blind, aber ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Aha! Ja, aber wer dann braucht ja eigentlich auch in meiner Truppe angezeigt. Nee, nur Tor, geil. Ein bisschen blöd, dass nur der Hund irgendwie eine eigene Gruppenseite hat irgendwie. Ich hoffe, alles ist aber richtig. Wäre schon mal hier gewesen, ne? Was denn da? Schon, ne? Ich nehme an, da ist es, ne? Sind nicht gerade leichte Beute. Oh. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß jetzt mal, wie man absteigt. Ist da hinten was? Hey, na? Ja, da ist ein Greif. Hippogriff. Rang B. Respekt 20, Belohnung 11.475. Ja, schon wieder falscher Knopf. Oh, was? Der Tsunami ist immer noch da. Wir haben noch nie gegen so ein Viech gekämpft, ne? Mal gucken, was hier abläuft. Lass mich raten. Ja, ich hab's gewusst. Im Moment, in dem ich das Ding einsetze, ne? Kommt ja und feuert irgendein Zauberangriff auf uns. Au. Alter. Oh Mann. Oh, ich glaube, ich habe nicht den Angriff einsetzen. Ich bin aber irgendwie sehr verwundbar. Oh Gott. Hey, du Stück. Oh. Oh. Erhabener Sturz, Glück. Ich nehme an, nachdem ich ausweiche. Meiner.
Was sagt? Ja, da jetzt glaube ich springen müssen, ne? Aber ich dachte, er kommt. Der Gang trifft immer, ne? Was ist das? Ja, schauen wir locker. Oh Gott. Hey, ich bin sogar ausgewichen. Nein, daneben. Ich finde echt nicht gut, dass man die Gegner nicht anvisieren kann, ne? Au. Ich finde immer noch chilliger als den Drachen. Doch, falscher Angel. Was? Wo kommt das? Ja. Nein, den ja. Ich hätte gedacht, er wird reichen. Ins Gesicht. Ich bin immer so anfällig nach diesem Angriff. Da ist besser dran. Und charge! Berüchtigte Gefahr? Berüchtigte Gefahr. Gebannt. Schön. Rotlegierung. Oh. Wenn da jetzt nicht was Wichtiges ist zum Herstellen. Oh, was ist das denn? Ein paar Schuhe? Was ist das? Also so viele Gamaschen von ihnen geredet hat. Ist das unser Mann? Ja, was geht? Okay. Ich krieg gerade ein bisschen mehr geil. Alles in Ordnung. Ich werde es überleben. Der Greif hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Aber hier im Gras scheint er mich dann aus den Augen verloren zu haben. Ich muss sagen, wie hat der Ambit schon überlebt? Ich habe kaum überlebt. Ich heiße Kamil. Ich habe gar nicht gesehen, was für ein Level der überhaupt war. Falls du das nicht schon gerochen hast. Gerochen nicht, aber geahnt. Erinnerst du dich an eine Händlerin namens Charon? Ha, die werde ich so schnell nicht vergessen. Sie hat mir letztens einen Kyras abgekauft. Erst war sie ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann hat sie mich runtergehandelt, als ging's um ihr Leben. Ha, sag nicht, sie will ihn umtauschen. Nein, ich bin hier, weil... Warum eigentlich? Willst du uns einen neuen erstellen? Oh, da bin ich aber geschmeichelt. Solltest du sein. Er ist ein wahrer Meister und zeigt sich nicht oft beeindruckt. Schmiede sind stolze Leute. Die haben normalerweise nicht viel übrig für Rüstungen ohne Metall. Und ich nehme an, dass ein grandioser Kämpfer wie du sicher zu seinen besten Kunden zählt, habe ich recht? Tja, ich würde euch wirklich gerne weiterhelfen, aber... Moment mal. Vielleicht könntest du ihm das geben. Was ist das? Ein Stück Leder. Daraus war auch der Kyras gemacht. Das wird dein Schmied sofort erkennen, wenn er so gut ist, wie du sagst. Danke. Ist nur ein Fetzen Leder.
Dank dir gehe ich heute mit haufenweise Greifenhaut nach Hause. Und du hast mir die Haut gerettet. Ich hätte gesagt, dass du die Haut nehmen kannst. Also, ich würde ihm ja die Technik zieht langsam sein Schwert. Das wäre gegen die Regel. Betriebsgeheimnisse, du weißt schon. Kein Problem. Ich bringe sie mit. Vielen Dank für deine Hilfe. So, langsam ruft mich die Arbeit. Grüß deinen Schmied von mir, ja? Mach ich. Und danke. Mal sehen, was Schledon hierzu sagt. Er schleppt jetzt den ganzen Greif hier auf seine Schulter. Behandelt das Leder. Ich habe schon die ganze Zeit gesehen. So. Donk. Diese Animation sieht immer so aus, als würde ihn gerade erst so auffallen. Das ist ein Schwert auf einmal. Hey! Oh, das hätte es viel einfacher gemacht. Warum ist denn hier einer so versteckt? Also die Animation sieht immer so aus, als würde ihn gerade erst so auffallen. Oh nein, mein Schwert brennt. Oh mein Gott! Dann versucht er es irgendwie ganz schnell auszumachen. Oh mein Gott! Okay. Okay, ich hätte ehrlich gesagt eher gewusst, dass hier ein Schnellreisepunkt ist. Da war doch hier, wo wir irgendwie vor dem Kampf gegen Garuda. Ich weiß nicht. Nach dem Kampf gegen Benedikta habe ich da echt. Ich muss mich ja mal ein bisschen öfter umschauen. So. Gehen wir mal zu Marthas Rast, aber noch vorher. Auch wenn wir etwas. Ja, guck mal hier. Ah. Auch wenn wir etwas niedrig sind, so in Sachen AP. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir irgendwie so richtig dicke Kämpfe ja noch bekommen. Wenn doch, naja. Ich habe gerade versucht, mich hier zu verwandeln. Zum Heilen. Aber geht leider nicht. Danke, dass ihr bei uns bleibt. Wir übrig gebliebenen müssen doch jetzt zusammenhalten. Ey, jo, was geht? Ah, willkommen. Die Zeiten mögen hart sein, aber wenn du Gil hast, habe ich die Ware. Was darf's denn sein? Hast du etwas wunderlich Violettes? Und wenn nicht, weißt du vielleicht, was damit gemeint sein könnte? Warte mal, weswegen sind wir überhaupt hier? Das habe ich nicht mehr gehört, seit ich ein kleiner Junge war. Du suchst nach Skorpionschwänzen. Wunderliche Fallchen hat ja, der eine Typ genannt. Wenn man sie kocht, der Typ mit dem Buch, genau. Alles andere ab. Daher der Name. Die Leute haben sie in den Topf geworfen, wenn es nichts anderes gab. In Kriegszeiten zum Beispiel. Zum Glück geht's uns noch nicht so schlecht. Und selbst wenn, Skorpionschwänze verkauft hier niemand mehr. Leben diese Skorpione hier noch irgendwo? Davon gehe ich aus. Im Drillingsschilf wirst du fündig, wenn du mich fragst. Danke. Das war sehr hilfreich. Das ist ja so ein bisschen hart sarkastisch. Alles wieder aufzuräumen? Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Da. Lass mich mal von hier hingehen. Ich will mal gucken, was dieser Moor da ist. War bestimmt auch schon. Was ist eigentlich noch mal dieser eine Ort, wo wir irgendwie diesen Monolith oder was auch immer etwa gefunden haben? Den wir vielleicht auch mal abchecken. So, ich habe das jetzt keinen Fehler, hier mit so niedrigen AP da hingehen, ne? Wenn ich dann, weiß nicht, dann kloppen wir uns hier mit ein paar Gegnern, um uns hochzuheilen. Um unsere Limit-Leiste hier zu erhöhen, ne? Lass mich erst mal gucken, ist hier irgendwas? Ja, man, da kommt auch irgendwann ein Boss oder so, ne? Kopfgeldjagd oder wie auch immer. Was soll's? Ah, ein paar Skorpione werden wir ja wohl ohne Heilung erledigen können, ne? Würde ich jetzt raten. Wenn ich ein Chocobo reiten will, dann muss ich natürlich hier auch R2 drücken, ne? Und auch da ist irgendwie der Widerstand von den Schultertasten irgendwie erhöht. Hm, ich weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin. Ich
Ich meine, so hin und wieder kann das ja nicht schaden, ne? Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit hier so rumreiten muss, ne? Ich stelle mir vor, das ist bestimmt irgendwie, wenn du irgendwie so ein Rennspiel spielst, ne? Das hat wahrscheinlich auch, könnte ich mir recht nervig vorstellen. Da müsstest du ja die ganze Zeit drücken, ne? Und dann immer mit erhöhtem Widerstand. Das ist ja ein richtiger. Ist ja ein richtiges Workout für deinen Finger. Ach, ich wusste nicht, in welche Richtung ich düsen soll. Mixer. Liegen bleiben. Hat nicht viel aus. Das ist aber ganz normal. Weiter. Nein, ich habe kein Ding. Ja, durch die Verwandlung habe ich schon wieder 300 HP dazu bekommen. So, das war schon. Skorpion erlegt. Katsching. Wunderliches Pfeilchen. Ich bringe sie besser gleich zu ihr warm, bevor sie schlecht werden. Okay, da ging schnell. Riechen tun sie schon so. Ist ja vielleicht ein Schnellreiseding. Jetzt bin ich so ein bisschen paranoid, ne? Die überall wir doch irgendwo welche sind, ne? So. So, jetzt haben wir die Quest sauerlich. Jetzt können wir beide Quests hier abgeben im Versteck, ne? So ist das. So tut man Zeit kostspielig seine Quest managen, ne? Ich habe mich jetzt hier heilen können, dann hätte ich wieder zurückgehen müssen. Das wäre ja auch nicht so toll gewesen, ne? So. Ja, ich habe deine Pfeilchen. Die mysteriöse Zutat gefunden. Wunderliche Pfeilchen. Ja, das habe ich. Ja. Ich hab's halt drauf, ne? Wunderbar. Zeig her. Was soll ich denn damit? Die sind doch giftig. Da hast du recht. Aber das scheint dein Pfeilchen zu sein. Dann werden die wohl in den Topf wandern. Warte hier. Geht ganz schnell. Der Koch ist tot. Einige Zeit später. Oh. Ich präsentiere den kühnen Eintopf. Okay, das sieht auferstanden aus der Asche der Vergangenheit. Und schnapp dir einen Löffel, bevor es kalt wird. Ich bin satt. Tja, wenn ich alles weggespachtelt habe, ist es zu spät. Dein Pech. Der Mann ist jetzt tot. Das sah aber auch unglaublich unappetitlich aus. Das ist irgendwie, als wäre irgendwie so ein Gedärme oder so. Als würde man im Sumpf ertrinken. Ein Angriff auf die Sinne. Und doch verstecken sich hinter der beißenden Würze komplexe Fleischnoten. Es dauert. Ja, das Gift scheint anfangen zu wirken. Überhaupt wieder etwas schmeckt, aber nie habe ich etwas nur halb so Gutes gekostet. Vielen Dank, Sid. Danke. Das freut mich. Das muss jeder erleben. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich jedem hier im Versteck eine Schüssel von diesem Eintopf vorgesetzt habe. Ein Bissen davon und Molly wird darauf bestehen, Skorpione zu züchten. Das wird sie sicher. Also wortwörtlich aus, als hätte jemand die Innereien von jemandem genommen und den in so einen Topf reingepackt. Abzeichen des Schutzes. Oh, mehr Verteidigung. Leider sind alle meine Accessoires voll mit so Erfahrungsboosten in Sachen und so. Wann werde ich wohl jemals dieses Monster hat wohl Gefallen am Karon gefunden. Die wieder und wenn wir Glück haben, findet Clive den Kerl sogar. Nicht, dass ich hier um Hilfe gebeten hätte. Okay. Wie ist es gelaufen? War er da? Hast du ihn gefunden? Er war da. Und ich habe ihn gefunden. Und das hier ist für dich. Mit bestem Gruß. Nimm Leder.
Seine Technik konnte er nicht verraten. Er sagte aber, ein Meister wie du brauche nur eine Probe, um sie zu durchschauen. Ah, das ist es also. Ha, ein Geniestreich. Er hat verschiedene Arten geschichtet. Und das mehrfach. Das macht das so stabil. Und für diesen Glanz muss er ein Wahnsinnsöl benutzt haben. Das ist hervorragende Arbeit. Noch besser, als ich dachte. Ja, wenn du das sagst. Sieht ganz normal aus. Egal, du wirst es wissen. Ach, Clive, hat der Kerl dir eigentlich seinen Namen gesagt? Kamil war sein Name. Hab ich's doch geahnt. Kein Lederarbeiter ist so lebensmüde, selbst auf die Jagd zu gehen. Bis auf Kamil. Da waren sich die Marktleute einig. Kamil kommt aus Tabor, wie die meisten Lederarbeiter. Aber in seiner Familie wird irgendeine geheime Technik weitergereicht. Und die Konkurrenz ist wohl schon seit Ewigkeiten hinter seinem Geheimnis her. Dann behalten wir das hier besser für uns. Toll. Jetzt stehe ich hier und habe ein schlechtes Gewissen. Ihr hättet das nicht tun müssen. Aber geholfen hat's. Also gut, dass ihr ihn gefunden habt. Gern geschehen. Na gut, Clive hat die Arbeit gemacht, aber egal. Gut, dass du wieder der Alte bist. Erwarte aber nicht, dass ich das hier perfekt nachmache. Für diese Technik braucht man ganz spezielles Leder von ganz bestimmten Bestien. Deshalb geht der Mann persönlich auf die Jagd. Und du willst nicht wissen, wie oft man dieses Leder ölen muss. Aber vielleicht kriege ich was Ähnliches. Ich weiß nicht mal, dass man Leder ölen muss. Etwas, was auch ein Fluchbrecher instand halten könnte. Also dann, genug geschwafelt. Ich mache mich an die Arbeit. Ich hätte gerne eine neue Handtasche. Scheint, als bräuchten wir doch keinen neuen Schmied. Ein paar Gürtel für mein Schwert. Einen besseren hätte es eh nicht gegeben. Ja, genau die. Und vermisst hätte ich ihn auch. Niemand erzählt bessere Geschichten als Schledorn in der Schenke. So, das war das. Dann mal zurück an die Arbeit. Danke, Clive. Hast einen gut bei mir. Alles klar. Kann ich auch direkt schon mal irgendwie herstellen bei denen. Oh, ich habe was bekommen. Bauplan. Mhm. So viele Sachen wie ich habe. Oh, Drachentöter. Drachentöterinnen oder Rinnen. Das ist den Blauplan für den Gurt der Drachentöter in Alten. Mit Blaubillen kannst du blühenden Amboss die Herstellung neuer Gegenstände freischalten. Schau beim Schleder und im Versteck, um zu erfahren, welche Materialien du benötigst. Wie kann ich helfen? Ich habe nicht schon alles. Willst du was schmieden? Oh, Elektrum. Material und ich denke drüber nach. Riecht ein Elektrum, ja. Armreif, aber auch ich habe ein ganzes Set freigeschaltet hier so. Hm. Gallenartige Masse, Rotlegierung. Ah. Was das? Muss ich wahrscheinlich noch ein paar Quests und so machen, ne? Bis ich irgendwann mal hier freigeschaltet kriegt, ne? So. Schwer einen neuen Brief hier. Hm. Hey. Was war? So, nee, hier ist noch ein Balkon, ne? Ich werde mal kurz gucken. Habe ich jetzt 135? Habe ich jetzt aufgepasst. Ich habe jetzt etwas mehr als 100, glaube ich, ne? Na gut, aber nachdem wir da vorbeigeschaut haben, war es das ja schon wieder in dieser Folge, ne? Aber wieder unseren Sold für heute erfüllt. Haben ein bisschen die Story vorangetrieben, haben wir ein bisschen
ein bisschen so Nebenzeugs gemacht, ne? Und dann, ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Willkommen beim Stehenstifter. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Ich hab's auch irgendwo. Hier, bitte. Rose is a Rose. Okay. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. So, wir haben auch nichts, ne? Lass mich doch mal hier vorbeischauen. Wie geht's, wie steht's? Willst du mal gucken? Kann ja sein, nachdem wir hier diesen Bauplan irgendwie freigeschaltet haben. Ich habe überhaupt nicht geguckt, waren die Sachen überhaupt besser als was ich habe. Ja, ne, muss ja wohl. Na gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Stelle ich mal irgendwo hin, wo die Leute nicht am Plappern sind, ne? Hier. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich unglaublich gut freuen und den Kanal weiterhelfen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.